Leute, da bin ich wieder. Das war Phonetap mit ihrer neuen Single Elephant in the Room. Ja, mal gucken, ob die hier ist. Elephant in the Room. Was? Aber zuerst ein paar Infos sind immer gut. Infos sind immer gut. Oh Gott, Stimme hat mich gerade verlassen. Ich meinte, Infos sind immer gut, Mensch. Dass er wirklich diese Platte bestellt hat. Oh Mann. Hallo, so, jetzt geht's. Boah. Stimme verlässt mich einmal, wenn ich wieder nicht aufnehme. Das geht ja so nicht. Ah ja, das hatten wir schon. Hatten wir auch schon angeguckt. Chill, da. Hilfreich. Das Schild. Hilfreich. Hatten wir das nicht schon? Keine Ahnung, vielleicht hatten wir es auch noch nicht. Also hier ist die Riley auch nicht. Wo kann die denn sein? Wo ist Riley? Riley, wo bist du, wenn man dich braucht? Ach, Riley. Die liebe Riley. Wo ist sie? Komm ran auf den Meter. Ich will mit dir talken über deinen tollen Kackfro. Weil er toll Freund. Etwas finden, das ihn so richtig Wir haben die Handynummer von Riley, aber eine SMS schreiben, dass wir sowas von 2021, das machen wir nicht. Warum sind Spiele so? Das ist genau wie was? Das ist ja nicht deine Schuld. Was ist denn, ja? Werden wegen eines Unfalls alle Wege gesperrt. Dieser Urlaub ist ein Reinfall. Ja, wir alle haben hier zu kämpfen. Ja, der eine mehr als der andere. Ist die vielleicht im Park? Oh Gott, wollen wir das erzählen, dass sie Demenz hat, die Frau? Den hatten wir schon. Riley, wo bist du? Riley. Oh, wo ist sie denn? Oh, Leute. Leute. Jetzt ist leider nicht der richtige Moment, um den Rest zu erkunden. Du hast ein scheiß Handynummer, nimmst sie nicht, aber gut. Das sind die Mass Effect in Andromeda, genauso lustig. Du hast E-Mails, ne? Die kannst du aber nur von dem scheiß Raumschiff ablesen. Nein, du hast da hohe Technologien, aber du kannst keine E-Mails von unterwegs durchlesen. Das ist absolut unlogisch. Da denke ich mir immer so, hä? Spiel, wieso? Also, manchmal denke ich das. Also, weiß nicht, da hat man sich dabei auch was gedacht, aber. Die macht Fotos. Das ist Riley, ne? Ich habe ihn ganz sicher gehört. Das war sein markantes Gezwitscher. Aber wo ist er? Ich frage mich, ob das der Vogel ist, nach dem die Frau sucht. Vielleicht sollte ich meiner Freundin mit dem Fernglas Bescheid sagen. Ist sie blind oder? Da ist ein riesiger Vogel bei der Mauer. Im Ernst? Das ist vielleicht mein Bussard. Danke. Dad. Bist du blind? Du stehst direkt davor! Oh Gott. Haven Springs, ey. Schön. Sehr schön. Gut, es hilft mir aber immer noch nicht weiter. Wo ist Riley? Ich will jetzt aber nicht hier Ostern spielen. Es ist Oktober, Und Riley fällt an, wenn ich mich einfach hinsetze. Das wird lustig. Will ich ohne Gabe überhaupt hier bleiben? In diesem Bundesstaat, den ich überhaupt nicht kenne. Und in dieser Stadt, in der ich noch nicht mal seit einer Woche bin? Nicht, dass ich irgendwo sonst hin könnte. In Portland wartet nichts und niemand auf mich. Fuck. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Eines ist sicher. Ich muss wissen, was mit Gabe passiert ist. Vorher gehe ich nicht. Everything feels so strange now. Under
Aber das kann ich verstehen. Sie hat ja noch niemanden. Aber ich würde hier bleiben an ihrer Stelle, weil... Wo will die hin? Ah, jetzt mal ernsthaft. Wo hat sie Perspektiven? Wie, man kann hier... Jetzt ist leider nicht der richtige Moment, um den Rest von Haven zu erkunden. Ey, ich hab ihn gedacht, ne? Ich verstehe, das ist das Spiel. Wo ist denn die, sag mal... Hipster können in diesen Höhenlagen also überleben. Gut zu wissen. Kauf sich ein neues Fahrrad. Ein Arzt hat mir mal Meditation verschrieben. Ich bin bloß immer wieder eingeschlafen. Naja, wir versuchen es einfach nochmal, wenn ich mit Mom und Dad am 4. Juli komme. Ja. Ja, da ist die Brücke. Ist sie irgendwie hier oben oder ist sie... Oh Gott, nein, Sappi, nein! Nein! Sag nicht, die ist hier an der Seite oder so. Bitte nicht. Na, weiß ich nicht. Ja doch, bitte doch, wäre ganz geil, aber... Nein, nein. Keine Ahnung, wo die alle ist. Sogar Riley. Scheiße! Selbst Riley? Ist etwas mit ihr passiert? Wir sind hier fertig. Alle haben es auf mich abgesehen. Alex, Brian, jetzt sogar Riley. Scheiße! Ist er hinter der Brücke? Nö. Oh, ich hab mal jeden Meter abgesucht und abgelaufen. Haben wir noch irgendwie die Quest, die wir noch machen können? Nee. Diese Nachtschichten machen einen echt fertig. Ja, mein Schlafrhythmus ist voll im Arsch. Wenn ich ein Ausnahmetalent im Discgolf bin, aber nie die Chance hatte, es herauszufinden. Ich denke, es ist wahrscheinlich besser so. So ein scheiß Fernglas. Such bitte mal Riley für mich. Ich glaube, die finde ich nicht, ey. Bitte mit Riley... Ja, das kennen wir schon. Der hat auch nix.
Ich bin für dich da, wann immer du mich brauchst. Ich habe mich jetzt überredet, auf YouTube mal ganz kurz zu gucken. Ich habe sie gefunden. Wisst ihr, wo die blöde Kuh ist? Wo die ist hier in der Mitte. Ich habe aber nicht die alle waren außen. Ich bin davon ausgegangen, dass der auch so ein bisschen außen ist. Nee, sie ist jetzt da. Ich habe die Person auch nicht gesehen. Seine Schwester. Das arme Ding. Ach, dieses Mitleid nervt langsam. Sitzt doch auf irgendeiner Bank oder nicht? Hä? Was? Ey, wo ist die? Oh, Junge, wo ist die denn? Keine Ahnung, wie ist. Ja, sie ist auf einer Bank, aber auf einer anderen Bank. Oh. Ey, warum kann man hier nicht einfach SMS machen? Das ist ja so. Hier ist auf der Bank. Da habe ich auch nicht geguckt. Ja. Gut, oh Gott, es wird, glaube ich, noch sehr lustig. Wenn er unschuldig ist, warum verhält er sich dann nur so? Wie verhält er sich denn? Vielleicht kann ich sie dazu bringen, es mir zu erzählen. Vielleicht weiß Riley etwas, das ich gegen Mac einsetzen kann. Hey, Riley. Alex. Hey. Ich weiß, du und Gabe wart befreundet. Wie geht es dir? Ich vermisse ihn. So sehr. Er war wie ein älterer Bruder für mich. Schön, dass er dich hatte. Danke, Alex. Wirklich. Du und Eleanor steht euch nah, oder? Sie hat sich um mich gekümmert, seit ich klein war. Ich habe meine Mom nie kennengelernt, aber sie war immer für mich da. Was sagt sie dazu, dass du fürs College wegziehst? Sie freut sich. Ich glaube, sie will nur, dass ich glücklich bin. Kommt sie denn ohne dich klar? Sie ist ziemlich zäh. Aber ich mache mir schon manchmal Sorgen um sie. Sie wird älter. Und irgendwann muss ich mich um sie kümmern. Ich glaube, dass du ihr im Laden hilfst, macht sie sehr glücklich. Ja. Geht mir genauso. Der Streit zwischen Mac und Gabe wegen eurer geheimen Treffen. Es ging um deine Bewerbung fürs College. Ja. Nachdem Mac das erste Mal vor ihnen ausgerastet ist, wollten Gabe und Charlotte, dass ich die Beziehung zu ihm beende. Und nach all dem denke ich, dass sie recht hatten. Glaubst du, er sagt die Wahrheit über den Anruf? Dass Gabe gar nicht anrief? Nein, es ist nicht so, dass... Sorry. Ich bin noch nicht bereit, darüber zu reden. Wieso ist das unterstrichen? Ja. Verstehe. Es ist nur komisch, dass er sich so verhält. Als würde er etwas verstecken. Er wollte, dass ich mit ihm durchbrenne.
Was? Nach der Trauerfeier. Er hat nicht gesagt, warum. Aber er sah so schuldig aus. Ich sagte nein. Und dass es aus ist. Aber dann... Ich habe Angst, dass er was Schlimmes getan hat. Riley. Danke, dass du es mir anvertraut hast. Du verdienst die Wahrheit. Ich muss los. Kann auch eine Panikreaktion sein. Ich hab noch was zu erledigen. Okay. Aber das ist schwierig. Kann auch eine Panikreaktion sein. Aber endlich habe ich die alle gefunden. Kann auch eine Panikreaktion sein, würde ich sagen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ah. Bis bald, ja? Ja, bis bald. Ja, wenn er unschuldig ist, warum verhält er sich dann nur so? Sorry, Riley. Aber ich glaube nicht, dass er unschuldig ist. Weiß ich nicht. Würde ich so nicht sagen. Ich meine, ich kann natürlich, ich glaube auch... beweist jetzt aber auch nicht, dass er der Mörder ist. Dass er den Mörder oder seinen Anruf ignoriert hat. Das beweist es nicht. Nur weil ich mich panisch verhalte, heißt es nicht, dass ich schuldig bin. Du kannst dich auch panisch verhalten, weil du unschuldig bist, aber denkst, wenn andere denken, du bist schuldig, kriegst du Angst. Das ist deswegen, also... Ja, ich würde hier noch keine voreiligen Schlüsse ziehen, dass er es war. Also ich will ihn jetzt auch nicht ausschließen, ne, aber... Ich sollte erst alles andere erledigen, bevor ich Mac endlich zur Rede stelle. Das habe ich doch. Ach so, das ist gut gemeint. Das Spiel sagt auch nur Bescheid, wenn ich... Okay. Sorry, dass ich lange gebraucht habe. Da habe ich echt nicht dran gedacht. Ich habe die Gassen und so und dachte, hä? Aber gut. Ich hoffe mal, es geht dann ja schneller. Aber weiß ich Bescheid, bis er die Gassen... Wir waren da zwar kurz drin, aber ich bin nicht durchgelaufen. Naja, gut. Was Riley mir erzählt hat, könnte reichen. Aber falls ich noch etwas zu erledigen habe, sollte ich das besser jetzt machen. Ne, wir haben ja alles gemacht, alle Sidequests. Und bin bereit. Okay. Dann mal los. Deine Ex-Freundin hat mir von deinen Plänen erzählt, die Stadt zu verlassen. Unschuldige tun so etwas nicht, Mac. Ich habe wirklich nichts getan. Lass mich in Ruhe, verdammt! Dann nicht echt jetzt? Der rennt weg? Was zum Teufel? Fuck. Ich kümmere mich später um Mac. Erstmal sollte ich so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Teufel zieht alles. Alles. Die ganze Stadt gehört. Mac hat das Gefühl, alle würden ihn anstarren. Ach, wenn jetzt in Macs Kopf. Ja, das meinte ich nämlich. Das ist so unfair. Ich habe überhaupt nichts getan. Was zum? Nein,
lassen müssen. Wie die mich auf der Trauerfeier angesehen haben, die denken, ich habe ihn sterben lassen. Ich weiß, warum du lügst. Typhon zwingt dich, den Anruf von Gabe zu leugnen. Verdammte Scheiße. Ich weiß, du hast versucht, es zu verhindern. Sie haben Scheiße gebaut, nicht du. Hör auf, für sie zu lügen. Du checkst es nicht. Das war kein stinknormaler Unfall. Ich hab denen gesagt, dass ihr da unten seid und die haben trotzdem gesprengt. Absichtlich? Warum? Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Und dann bekam ich die Nachricht, dass ich bestreiten soll, dass jemand angerufen hat. Es war Mord. Du musst mir glauben. Hebe und ich, wir waren keine besten Freunde, aber ich wollte nicht, dass er stirbt. Jetzt beobachtet mich Typhon. Meine Freundin denkt, ich sei ein Mörder. Alle meine Nachbarn hassen mich. Was zum Teufel soll ich denn jetzt tun? Ich könnte ihn beruhigen. Aber hat er das wirklich verdient? Ja, oder? Komm, ich mag den nicht besonders, weil er Gabe nur auf die Fresse gehauen hat. Aber er hat die Wahrheit jetzt gesagt. Er hat denen gesagt, dass sie sprengen wollen. Also er hat gute... Deswegen, das ist unfair. Das ist... Nee, komm, ganz ehrlich, wir beruhigen ihn. Okay. Mac? Komm schon. Du musst dich beruhigen, okay? Atme, Mann. Atme ruhig weiter. Ich weiß, wie es ist, wenn dir keiner glaubt. Wenn alle nur das Schlimmste von dir denken. Aber die Wahrheit kommt raus. Ich sorge dafür. Aber Typhon. Wenn Typhon hinter dir her ist, müssen sie erst an mir vorbei, okay? Danke. Ich fühle mich ein wenig besser. Naja, man lernt ein paar Dinge, wenn man ständig zu Seelenklempnern gehen muss. Also, was machen wir jetzt? Bleib in Haven. Ich decke die Wahrheit auf. Genau. Das andere wäre unfair gewesen. Ja. Können wir reden? Wo bist du? Okay.